Hallo YouTubers, now this is a video for the German folks. Hallo YouTuber, das gibt ein Video für die deutschen Freunde. Es wird ein kurzes Review-Video über ein Messer, das ich selber auch habe. Und es gefällt mir sehr gut. Es ist kein gesponsertes Video, kein bezahltes Video. Das Video ist absolut frei von mir. Ja, nicht lange drum reden, gleich mal aufmachen. Kubi, wie ihr schon seht, ausgezeichnet. Mit Karte mit dabei, kleines nettes Mikrofasertüchlein mit dabei, ein recht cooler Pouch, wie ich finde, mit dabei, gefällt mir persönlich sehr gut. Was mir sehr gut gefällt auch, ist, dass er zwei Fächer hat. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist, dass er ein bisschen steif ist, aber ist ja klar, ist ja alles neu. Und damit ihr seht, ich fake auch nichts hier, das ist noch original versiegelt von der Firma. Hier, das fixt zum Aufmachen. Schneidet wie Butter, auch wenn manche sagen. Schneidet wie Butter, auch wenn manche sagen, der D2-Stahl wäre einfach nicht so gut, aber wenn man ihn richtig Wärme behandelt, ist er auch nicht schlecht. So, zum Gesamtüberblick über das Messer. Es fühlt sich sehr leicht an für die Größe, sage ich mal. Ist natürlich Titan, Carbon, Gewichtsersparnis pur. Es ist ein sehr schöner Goldton, der mir persönlich recht gut gefällt, so bronzemäßig, hat sogar so eine leichte patinamäßige Färbung, könnte man sagen. Also es sieht wirklich aus wie Bronze mit einer gewissen Patina. Es flippt sehr gut, wie ihr auch sehen könnt, sobald ich den Liner löse, bewegt sich die Klinge komplett von selber, so wie es bei einer gelagerten Klinge sein sollte. Kubi baut ausschließlich keramische Kugellager ein in ihre Messer. Die Klinge ist aus S35VN Stahl und wird deklariert mit 59 bis 61 Rockwell, was eigentlich ziemlich gut hinkommen müsste an den Stahl. Ich persönlich habe es nicht genau nachgemessen, ich habe es ungefähr mit meinem Pfeilentester getestet, also die 60 Rockwell, die sollten wir haben. Das ist jedenfalls sehr hart und lässt sich mit keiner Feile wirklich bearbeiten, diese Messer von Kobe. Also ich habe nicht dieses Messer, aber ich habe andere Messer, die ich, an denen ich schon rumprobiert und gebastelt und gemacht habe und auch rumgeklopft habe. Und einfach um zu sehen, was sie können, was sie aushalten. Und ich muss sagen, was sie gut machen ist, sie ziehen alle Schrauben richtig fest. Es sind auch die meisten Schrauben geklebt, wie zum Beispiel, ihr seht hier, den Clip ist nicht auf die andere Seite montierbar. Die Schraube, die hier durchgeht, obwohl hier geht sie jetzt nicht durch, beim anderen Messer ist sie durchgegangen, ist mit Bolzen, also es ist ein Bolzen dazwischen drin, der Gewinde hat, wo die Schrauben rein arretieren, ein Passbolzen, der das Ganze dann auch fixiert und sichert. Hier haben wir typisch für viele neuere, modernere Liner-Lock-Messer die Zusatzsicherung bzw. die demontierbare oder auswechselbare Liner-Lock-Sicherung. Das hat den großen Vorteil, dass wenn sich der Liner mal eingespielt haben sollte, was mir bisher bei keinem Messer so wirklich passiert ist, aber wenn er das mal tun sollte, dann kann man es auswechseln. Ich glaube persönlich eher, dass es darum geht, dass Titan zu weich wäre und gerne mal hakt, was bei diesem Metall hier nicht der Fall ist. Ich vermute, sie haben den 420J2 genommen, wie sie es auch gerne sonst für Clips, Schrauben und auch Achsschrauben oder Achsen verwenden, weil der 420er einfach ein gut rostbeständiger Stahl ist, der eine mittelgute Härte erreicht mit 54 bis 56 Rockwell. Für Schrauben, Achsen, Clips vollkommen ausreichend. Als Klinge würde ich nicht wollen, aber für Clips und Schrauben, wie gesagt, perfekt. Ja, das Kubi-Logo recht schön hier. Wir haben bei dieser Klinge eine Art Stonewash-Finish, ein sehr, sehr feines Stonewash-Finish. Man kann es kaum erkennen, so fein ist es. Also man erkennt noch die Schlifflinien hinter dem Stonewash-Finish. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, den Ricasso machen sie schön. Die ganzen Ausrundungsarbeiten, die ganzen Löcher ausarbeiten, was hier auch zum Beispiel etwas ist, was mir gleich mal bei den ersten paar Messern aufgefallen ist, das Lanyard-Loch ist immer gut gemacht. Das heißt, es ist nicht irgendwie, dass man die Klinge
durch das Loch durchgeht und den Bändel durchschneiden könnte, oder dass irgendwie was frei wäre hier, dass man, wenn man ins Messer hinten reinschaut, dass man das Lanyard-Loch sehen würde. Nee, das Loch ist immer abgekapselt, komplett rundum, voll in das Titan eingebettet, oder eben ein extra Haken raus, an dem der Lanyard dann eben befestigt werden kann. Wie hier zum Beispiel, nur als Beispiel hier der Flipper wäre. Genau so, nur eben hinten und schön angepasst ans Messer. Ja, die Achsschrauben haben sie hier jetzt recht schön, muss ich sagen. Gefällt mir auch sehr gut, passt auch gut zum Messer. Sie haben sehr viel verschiedene Achsschrauben. Bei den neuesten Modellen hat Kobi jetzt ein KB in der Achsschraube drin, was auch sehr gut aussieht, finde ich. Bei den diversen Carbon- oder anderen Titanmodellen haben sie dann auch gerne mal einen Titanring, der eloxiert ist, anodisiert ist. Farbig, meist blau oder lila, mit einer silbernen Imbusschraube innen drin. Wir haben hier Torx-Schrauben, T8 sind das. Die hintersten hier, die kleineren, sind eine T6-Schraube. Und diese hier, die anderen sind alles T8-Schrauben. Ja, die Liner, wie man sieht, verriegelt ordentlich und gut. Wir sprengen das Ganze mal ordentlich auf. Und wir können trotzdem erkennen, dass die Liner sehr gut verriegelt, ausgezeichnet. Können sehr zufrieden sein. Das Carbon, die Inlays sind wirklich sehr genau gearbeitet, aber ich denke, das wird an der CNC-Fertigung liegen, da ja alles mit computergesteuerten Maschinen hergestellt wird. Hier wird nicht mehr wirklich viel von Hand oder so gut gar nichts mehr von Hand gemacht. Auch der Endschliff, Rasiermesser scharf. Mal kurz nochmal zu zeigen, habe zwar nicht mehr viel Haare auf der Hand, auf dem Arm, aber wie ihr gesehen habt, direkt aus der Packung, ich habe wirklich nichts dran gemacht, würde ich mich nie trauen. Denn in Videos betrügen, das würde ich nie machen. Wir haben hier den absoluten Originalschliff und ich habe es bei fast jedem Messer erlebt, dass wenn ich es aus der Packung nehme, dass die Haare einfach davon springen. Was ich, wie gesagt, sehr toll finde, weil einfach eine gute Anfangsschärfe schon, eine sehr gute Anfangsschärfe da ist. Im geschlossenen Zustand sieht das Messer auch sehr schön aus. Hier die Übergänge. Die Klinge passt sich der Geometrie sehr gut an dem Griff an. Hier hätte man vielleicht noch können etwas länger werden mit der Klinge, beziehungsweise ja, vielleicht sie nicht ganz so weit schließen oder ja, aber das sind so kleine Designsachen, das sind persönliche Geschmacksdinge, würde ich sagen. Wobei hier wäre es schön gewesen, wenn die Klinge wirklich so ordentlich perfekt abgeschlossen hätte, aber dann hätten wir wieder eine ganz andere Klingenform gehabt. Ja, mit dieser Klingenform finde ich das Messer sehr schön, ist auch sehr gut einzusetzen im Gebrauch, weil leichter Bogen, doch ziemlich gerade Schneide, ist einfach sehr praktisch, hat viele Nutzen, recht viel Nutzen, also ich kann es sehr gut brauchen im Alltag, sei es zum Pakete aufschneiden, sei es zum Papier schneiden, irgendwas einfach zerteilen oder ein bisschen schnitzen oder was auch immer, wenn man mal ein bisschen schnitzen will, geht ausgezeichnet. Ja. Was gibt es sonst noch zu sagen zu dem Messer? Der Clip ist hier auch aus Titan gefertigt. Hier hinten haben wir noch schöne Einfräsungen, die man hier jetzt auch sehr gut erkennen kann. Ich hoffe, ihr seht das. Die Faser geht genau bis Anfang zum Loch hier oder halt bis zum Anfang des Steges, des Spacers. Und ab da ist dann nachher einfach keine Faser mehr, damit hier kein unnötiger Spalt entsteht, der nicht schön aussehen würde. Ja, AL6 V4 Titan verwendet Kubi auch, so wie die meisten hier. Sie machen es sogar so, sie machen es sich nicht einfach, also sie machen es wirklich toll, muss ich sagen. Hier innen beim Titan, da die Klingen ja kugelgelagert sind, würde ja das Kugellager direkt auf den Titan laufen. Titan ist aber nicht sehr hart und würde das nicht lange mitmachen, beziehungsweise die Klinge würde oder könnte mit der Zeit anfangen, seitlich Spiel zu bekommen. Das verhindern sie, indem sie einfach gehärtete Stahlscheiben einlegen. Also sie fräsen in das Titan eine Einfräsung hinein und legen da dann Stahlscheiben ein, die einen leichten Ring drin haben, also eine leichte runde Ausnehmung in der Kreisform, in dem die Kugellager nachher drin laufen können. Wie ihr sehen könnt, das Spaltmaß ist recht gut. Hier das Mittelmaß. Ausgezeichnet. Das ist mir auch bei allen Klingen aufgefallen.
Wie gesagt, also alle Kugelmesser bisher, die ich ausgepackt habe, egal ob günstig oder teuer. Und es gibt eigentlich quasi, kann man sagen, zwei Richtungen bei Kubi. Einmal die günstige G10-Variante und einmal die teurere Titan-Variante oder Carbon-Variante. Sie haben auch mittendrin Messer, so ist es nicht. Also sie haben schon für jeden Geschmack ein bisschen was dabei. Auch verschiedene eben Preisklassen. Wie gesagt, wir kommen hier bei diesem Messer auf rund 160 Euro. Die kleineren oder die einfachen Messer werden dann so um die 50 Euro, zwischen 45, 50 Euro, je nachdem, je nach Größe auch gehandelt. Auch um 100 Euro haben sie Carbon-Messer. Wie gesagt, es ist eigentlich in jeder Preisklasse was dabei, allerdings mit 160 Euro sind das hier schon die teureren Messer, von denen wir hier wirklich sehr gute Qualität erleben können. Wie gesagt, das Video ist nicht gesponsert. Mir gefällt das Messer einfach sehr gut. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe es jetzt ein paar Tage im Einsatz. Kann überhaupt nicht klagen drüber. Wie gesagt, auch ich finde sonst keine wirklich negativen Punkte, bis auf eben das optische den optischen Aspekt des Designs hier. Aber eben das ist persönliche Geschmackssache. Da kann man keine Vorwürfe machen der Firma. Ja. Falls ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, lasst mir bitte ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Fragen in den Kommentaren werde ich sofort und so schnell wie möglich beantworten. Und ja, hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann abonniert doch bitte meinen Kanal. Hier werden in Zukunft sehr viele, nicht nur Kube-Videos, sondern alle Messer, die in meinem Webshop verfügbar sind, unter anderem. Auch andere Messer, wenn jemand ein spezielles Messer sucht oder ein spezielles Messer reviewed haben möchte, das es natürlich noch auf dem Markt gibt, dann mache ich das natürlich sehr gerne. Ihr könnt mir auch in den Kommentaren hier was schreiben einfach, dann werde ich mir das Ganze ansehen. Ja, sonst nochmal, bitte lasst mir ein Like hier, falls es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr sehen möchtet und bis zum nächsten Mal.